So, willkommen zurück zu GTA 3. Ich nehme es jetzt hier nochmal auf. Mein Spiel ist leider wieder abgeschmiert. Es war wie verhext. Ich rede noch. Ich war auf 33 Minuten, wollte gerade den Part beenden. Weil man stürzt das Spiel ab und die Aufnahme ist wieder verworfen. Ich könnte es wirklich aus dem Fenster raushauen, dieses scheiß Dreckspiel. Es geht aber leider nicht, da es downgeloadet ist, haha. Ja, ich habe jetzt sogar schon abgespeichert gehabt, deswegen zum Glück habe ich zwei Saves, weil sonst wären jetzt die Päckchen alle weg, die ich ja schon eingesammelt habe und gespeichert habe. Ich habe das so schön gemacht, so schön. Ich habe alle Päckchen aus diesem ganzen Areal gesammelt. War auch schon fertig, wie gesagt, der Damm hier alles gesammelt. Hier auf der Insel, hier ist ja dann das Wasser. Hab gespeichert und bin nur hierher gefahren zum nächsten Päckchen. Genau hierher, wo ich weitermachen wollte. Und da wollte ich dann die Aufnahme beenden. Wollte dann gerade auf wirklich auf Beenden drücken. Auf einmal schmiert das Scheißspiel wieder ab. Und Aufnahme ist weg. 33 Minuten im Arsch, darf ich jetzt wiederholen? Ja, ich sag jetzt dazu nichts mehr weiter. Eins muss ich noch zu dem Päckchen sagen. Eins aus Staunton Island, das ist hier auf der Brücke, da oben auf der Lift Bridge, auf der Aufzugbrücke. Da kommt ihr nur hin, wenn ihr die dritte Insel freigeschaltet habt, so wie ich jetzt. Deswegen habe ich da auch gewartet. Ihr fahrt hier auf diesen Mittelpunkt hin und dann steigt ihr aus. Dann geht ihr genau ins Zentrum dieser Brücke und wartet, bis das Brückenstück nach oben gefahren ist. Und dann könnt ihr das Päckchen einsammeln. Es ist blöd gemacht, aber es ist so. Und dann habt ihr offiziell alle hier auf Staunton Island gesammelt. Alle Päckchen, ne? Gut, so. Warum bin ich jetzt trotzdem wieder hier? Ich habe jetzt hier den Bobcat. Das ist nicht irgendein Bobcat, das ist ja der Bobcat aus der einen Mission von Ray, der ja hier komplett kugelsicher ist und feuerfest. Auch die Granaten habe ich ja hab ich geworfen, der ist ja auch explosionssicher. So, die habe ich auch wieder schön nebeneinander gestellt hier. So, und den nehmen wir jetzt auf Shoreside Rail mit und auf den Weg dorthin nehme ich auch euch mit, denn ich möchte euch ja hier das letzte Päckchen zeigen von Staunton Island. Ja, also nochmal, vorhin hat es jetzt auch nicht geregnet. Ich weiß wirklich nicht, warum dieses räudige Scheißspiel immer abschmiert. Es war jetzt wieder so ärgerlich, ne? Nicht mal eine Minute. Dann hätte ich sowieso die Aufnahme beendet. Was passiert? Das Spiel stürzt einfach ab und verwirft die Aufnahme. Ja, es ist grausam einfach nur. Ihr seht es vielleicht an dem Licht. Hier ist es ein bisschen dunkler und hier wird es heller auf der Straße. Es ist, weil jetzt genau hier das mittlere Brückenstück anfängt. So, ihr macht euch hier wieder eine kleine Treppe mit eurem eigenen Auto. Springt hier rauf und dann hier rauf. Dass ihr genau ab der Hälfte seid. Hier so ungefähr. So, und dann müsst ihr mal gucken. Hier ist jetzt hier so ein weißer Punkt, so ein weißer Strich. Der ist jetzt verschwunden. Warum? Weil wir jetzt nach oben fahren. Ihr seht es vielleicht. So, und da ist Päckchen Nummer 69. So, verstecktes Päckchen Nummer 69. Da haben wir jetzt alle auf Staunton Island gesammelt. Gut, Leute. Dann wollen wir jetzt Päckchen Nummer 70 wiederholen. Wie gesagt, ich habe die ja schon alle gezeigt gehabt. Mann, es ist so dämlich, ne? Es ist so dämlich. Zum Glück tue ich die Videos jetzt sowieso schon separieren. Ja, komm zu dem Fernsprecher in Wichita Gardens. Es gibt Arbeit. Hatte ich auch schon im letzten Part erwähnt. Das ist also ziemlich der einzige Auftraggeber hier in Shoreside Rail, denn der Rest ist ja hier nur, ja, eigentlich nur Catalina am Schluss. Wir müssen ja hier nur herfahren von die Auftraggeber von Staunton Island.
So, ich könnte jetzt die Karre abspeichern, das mache ich jetzt noch nicht. Ich zeige euch jetzt einfach die Päckchen hier nochmal. Und zwar, ja, wie fangen wir denn am besten an? Weißt du was? Wir fahren hier gleich runter. Ich habe hier zwar eine Karte, aber ich fahre die ein bisschen anders ab, dass ich eben die Videos separieren kann. Ich beeile mich jetzt hier mal, vielleicht wird das Video auch ein bisschen kürzer, dann habe ich wenigstens einen kleinen Vorteil, dass ich bei der zweiten selben Aufnahme dasselbe Video ein bisschen kürzer hatte. Ich war ja auf 33 Minuten. So, und zwar Päckchen Nummer 1 offiziell von Shoreside Whale. Könnt ihr ja beliebig einsammeln. Ich sammle das jetzt so ein, ist hier unten. Wie ihr auf der Karte schon seht, müssten wir einmal so komplett außen rumfahren. Ja, nicht entfernen, Mann. Was ist denn das jetzt hier? Also hier, das erste Päckchen. Ne? Gut. So, dann fahren wir jetzt hier runter. Wir könnten uns jetzt hier komplett runterfallen lassen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja den besonderen Bobcat. Ich versuche jetzt hier einfach mal normal runterzufahren. So, einmal hier runter bitte, ohne das Auto zu zerstören. Denn das möchte ich behalten und hier abspeichern. So, bumm. Und wenn der jetzt auf dem Kopf gelandet wäre, dann hätte ich jetzt das Video nochmal drehen müssen. Super, weil den wollte ich jetzt nicht verlieren. Gut, gut, gut. Also, Päckchen Nummer 1 vom Shoreside Whale ist hier unten. Das Päckchen 70 von 100, AK-47 wurde im Versteck abgeliefert. Wie gesagt, vor diesem roten Elektrohaus. Da unten ist es. Vor dem roten Elektrohaus Nummer 1. Wir fahren jetzt zu Nummer 2, also Nummer 71 hier oben. Da müssen wir wieder nach oben kommen und ja, hochfahren einfach. Eieiei, ich weiß wirklich nicht, Leute, es tut mir so leid, dass ich da mit so schlechter Laune jetzt wieder anfange. Aber es ist so ärgerlich, so unnötig und ärgerlich. Ich war ja kurz davor, den Part zu beenden und dann tut das räudige Spiel wieder den Löffel abgeben. Und natürlich die Aufnahme mit in den Tod ziehen hier. Denn es wird oben, genau oben, wird es angezeigt, dass das Spiel gerade abschmiert, also nicht abschmiert, sondern dass die Aufnahme pausiert ist. Da man aber dann das Spiel verlässt, ist dann die Aufnahme verworfen. Einfach weg. Einfach weg. Ja, und die ist halt dann weg, ne? Und dann kann man da halt nichts mehr machen, als nochmal neu aufnehmen, so wie ich es jetzt gerade mache. Also, ihr seht hier diese zwei Türme. Oder was das hier immer sein soll. Dann wollen wir mal hier hintergehen. Da ist nämlich Päckchen Nummer 71. Jawohl. Und direkt daneben an ist Nummer 72. Erstes Päckchen Nummer 70 hatten wir gesammelt. 71 hier links und 72 hier rechts. Einfach direkt gegenüber, man sieht es schon. So. Da ist es, Nummer 72. So, und dann haben wir noch zwei Päckchen am Damm. Da müssten wir jetzt einmal hier runterfahren, hier die Ecke und dann die kleine Schlaufe hier fahren. Und da unten ist dann Nummer 73. Ja, wie vorhin schon erwähnt, es ruckelt weiterhin. Das Spiel ist mir jetzt auch wieder abgeschmiert. Es kam ja heute ein Patch, beziehungsweise gestern Abend für alle drei Spiele.
Wir haben aktuell den 20.11.2021, einen Samstag. Hier übrigens ein Sniper Rifle, wer das braucht. Es sind drei Patches erschienen, die waren alle verschieden groß, ungefähr ein Gigabyte, aber bewirkt hat es jetzt meiner Meinung nach nichts, denn es ruckelt nach wie vor, die Framerate dippt weiterhin und das Spiel stürzt auch weiterhin ab, daher keine Verbesserung in meiner Sicht. So, also hier ist der erste Turm, wenn man wie gesagt da kommt, da geht ihr einmal hoch und da ist dann Päckchen Nummer 73. So, geht ihr wieder runter hier. So, beim zweiten Turm ist kein Päckchen. Kein Päckchen. Ihr könnt hier aber gerne mal kurz hochgehen und dann euch gerne eine kleine M16 noch mitnehmen, falls ihr keine habt. Oder dann habt ihr halt jetzt mehr Munition. So, dann das letzte Päckchen hier beim Damm. Geht die Treppe hier hoch. Die Treppe hier hoch und da rechts zwischen den zwei Rohren ist Nummer 74. So, ich tue mich jetzt mal vom Damm entfernen und dann zeige ich es nochmal auf der Karte. So, also die zwei Türme hier. Und zwar, das erste Päckchen hat man gesammelt hier unten. Ihr erinnert euch, wir sind hier unten hingefahren beim Elektrohaus da unten. Nummer 70, 70, genau. Dann fahrt ihr den ganzen Weg wieder nach oben. Nummer 71 hier, Nummer 72 hier. Dann fahrt ihr hier runter die Schlaufe. Und Nummer 73 ist dann hier beim ersten Turm. Der erste Turm, 73. Beim zweiten Turm ist eine M16. So, und dann geht ihr bis da nach hinten die Treppe hoch und da ist dann Nummer 74. So, dann habt ihr alle hier auf dem Damm gesammelt. Und dann holen wir jetzt alle Päckchen, die innerhalb Shoreside Vale hier auf dieser Insel sind. Ne? Alles, was über dem Fluss ist, also hier, wo ich gerade mit dem Cursor hin zeige, sammeln wir nicht ein in diesem Video, sondern nur noch alles, was sich hier befindet. Und dann beende ich den Part und hoffe, dass es nicht noch einmal abschmiert, weil sonst werde ich nämlich richtig sauer. So, also Päckchen Nummer 75 ist die allererste Villa hier oben. Genau dort. Wie gesagt, hier die M16 und hier das eine Päckchen haben wir gesammelt. Jetzt geht's weiter. Ihr fahrt den Damm wieder zurück nach oben. Und dann fahrt ihr hierher. Da unten ist übrigens Tony Ciprianis Haus. Wegen dem ganzen negativen Backlash bzw. Hype Train glaube ich allerdings nicht, dass wir Tony Cipriani auf der PS5 oder auf der PS4 je sehen werden, da es dafür nie eine Version für GTA Liberty City Stories geben wird. Da ja hier der Hate so groß ist und ich glaube dann kein Entwickler mehr Bock hat, hier noch was zu machen. So, ihr habt gesehen, durch dieses kleine versteckte Gartentürchen oder Tor geht ihr hier durch. Und da unten, hier verstecktes Päckchen ist dann Nummer 75. So, also hier ungefähr 75. Er lässt mich wieder nicht markieren. So, 76 ist dann hier am Nachbarhaus. 76. Ihr geht wieder durch das kleine Gartentürchen hier zurück und dann geht ihr da runter. Und hier am Haupteingang ist dann Päckchen Nummer 76. So, dann haben wir das hier auch. Fahren wir einmal zurück, dann zeige ich es nochmal auf der Karte. Und zwar hier die erste Villa 75 und 76 direkt die Nachbarsvilla. Fahrt hier von diesen dünnen Streifen hier
an, weil wenn ihr von da unten kommt, dann kommt ihr nicht so leicht an diese Villen hier ran. Ne, von da dann anfahren. 75, 76. Beide haben wir gesammelt. Jetzt geht's weiter zur Nummer 77. Die ist hier hinten an der Villa. Da kommt ihr allerdings nur rein, wenn ihr einen Cartel Cruiser habt, also den blauen Pickup Truck von den Kolumbianern. Ich schau mal, es dürfte aber auch anders gehen, um da reinzukommen. Wir gucken einfach mal. Ich befürchte, der Pickup Truck wird nicht hoch genug sein, um da hochzuspringen. So, ich glaube, das Tor geht nicht auf. Ja, genau, es geht natürlich nicht auf. So. Ja, normalerweise, wenn ihr ein höheres Auto habt, könnt ihr euch jetzt dann da hinstellen und da hochspringen über den Zaun. Ich gucke jetzt einfach mal, ob hier ein Cartel Chrysler oder was Großes umeinander. Hier ist einer. Hier ist einer. So sieht er aus. Das ist dieser blaue Pickup Truck, wie gesagt. So, der macht euch dann hier auch das Tor direkt auf. Ich hoffe, dass jetzt mein Pickup Truck hier nicht despawnen wird. Genau, dann geht ihr in den Pool hier rein und da ist dann Nummer 77. Nummer 77 im Pool. Da hinten im letzten, auf der letzten Villa hier. Na? Gut. So. Den wollen wir mal eben kurz killen, weil das ein Arschloch ist. So, und da hinten haben wir dann noch eine Schutzweste. Wer die haben möchte oder braucht, kann die gerne sammeln in der Garage. Zack. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserem treuen Bobcat. Also, normalerweise kommt ihr hier nur mit einem Cartel Cruiser rein, den ich gerade eingesammelt habe. Oder ihr springt über den Zaun. Ne? In jedem Fall ist das Päckchen dann dort. Wie gesagt, 75 die erste Villa, 76 diese Villa. Und dann eben in dieser Villa die Nummer 77 hier ganz am Schluss rechts am Pool. So, dann haben wir hier fast die Villen durch. Jetzt geht ihr hier zu diesem Haus da und da ist dann die Nummer 78. Genau hier. Und diesmal hier von der Seite aus anfahren, also der dickeren Seite, sag ich mal. Ja, ihr könnt so viel schießen, wie ihr wollt. Ich habe einen kugelsicheren Bobcat. So, hier ist Päckchen Nummer 78. Nummer 78. Da hinten war übrigens ein Amoklauf, was gerade erblickt hat. Nicht wundern. So, und dann sind wir hier bei den Villen durch. 75, 76, 77 und 78. Jetzt geht's ein bisschen weiter unten weiter mit der Nummer 79. Die ist, müsst ihr einmal hier die Schlaufe fahren, bei der Schlaufe, unter der Schlaufe hier. Hier ist Nummer 79 darunter. Da die große Brücke, über die man rüberfährt. Und dann ein Stückchen weiter von der Brücke ist nochmal eine Unterführung und in der Unterführung dann. Also das zeige ich euch jetzt. Also ihr fahrt genauso wie ich jetzt fahre. Sammelt die Päckchen auch genauso ein, wie ich es mache. Da seid ihr auf der sicheren Seite. So. So, und dann hier unten eben vorsichtig runterfahren. Bumm. Also hier ist die große Brücke und da ist dann noch mal eine Unterführung. Und hier bei dem orangenen Graffiti ist dann Päckchen Nummer 79. So. Na, hier bei der Unterführung ist Nummer 79 da, wo ich gerade stehe mit dem Wagen, genau hier.
Da die große Brücke und hier die Unterführung Nummer 79. So, ich zeige es nochmal auf der Karte hier unterhalb der Unterführung, ne? 79. Gut. Dann Nummer 80 ist hier hinten beim Versteck. Da ist ja das Shoreside Whale Versteck bei dem Stern und hier ist dann so eine Reklametafel. Da wollen wir mal eben hinfahren. Ihr müsst nicht zwingend komplett außen rum fahren. Ihr könnt jetzt auch hier so steil nach oben, wenn das denn klappt. Aber ich denke, der Wagen hat nicht genug Power. Nee, das ist viel zu steil. Ist ja leider kein Patriot. Aber ihr könnt hier so schräg anfahren. Passt aber aufs Wasser auf. Einfach hier so hochfahren. Und hier ist dann auch euer Versteck. Und das habe ich vorhin auch ge gesagt. Ach, jetzt geht die Garage doch so auf. Dann war die wohl vorhin verbuggt. Komisch. Ganz komisches Spiel, wirklich. Ganz, ganz komisch. Also, ich stelle jetzt mal hier den Bobcat ab, damit der endlich mal safe ist. Als ich hier vorhin hingefahren bin, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist dann dieses blaue Tor hier aufgegangen und nur dieses blaue Tor. Da habe ich mich noch gewundert. Hä? Wieso haben sie das denn so blöd verändert? Das rote Tor und dieses rote Tor bleibt zu, während man hier steht und nur das blaue geht auf. Das heißt, wenn man hier ein Auto hat, darf man immer so blöd da umeinander parken. Einmal hier und einmal hier. Jetzt geht es doch wieder so auf wie in den originalen Versionen. Also die roten Dinger gehen jetzt hier auf und das blaue bleibt zu. Ich weiß es nicht. Soll mir jetzt wurscht sein. Also ihr habt ihr eure Waffen, ne? So, dann gehen wir doch mal zu Päckchen Nummer 80. Das ist ja hier bei den Reklametafeln am Versteck hier. Da ist die letzte Toys-Mission, der Toys-Van und dann die letzte Toys-Mission. Die machen wir aber auch nicht im nächsten Part, sondern irgendwann anders. Und hinter dem Van ist dann das Päckchen. Steckt das Päckchen Nummer 80, Präzisionsgewehr. Wurde im Versteck angeliefert. So, ihr seht schon hier die Reklametafel und da ist ein Van versteckt und da sammelt ihr dann das Päckchen ein. Und dann hier ist ja direkt euer Versteck, ne? Genau. So, Pistole für 10 Päckchen, Uzi für 20, Granaten für 30, Schrotze für 40. Rüstung für 50, Molotows für 60, AK-47 für 70 und Präzisionsgewehr für 80. So, es ist so komisch, dass jetzt die Garage wieder so aufgeht. Vorhin ist nur das blaue Tor aufgegangen. Ach, ganz komisch. Ich weiß doch auch nicht, was die hier gemacht haben. So, dann nehmen wir uns mal hier diesen Hutz Rumpo XL. Und dann fahren wir direkt zum nächsten Päckchen. Einmal hier nach unten fahren. So. Ich musste vorhin suchen, aber da ich es ja nochmal aufnehmen muss, bin ich jetzt wieder hier. Und zwar, ihr seht es schon, nachdem wir jetzt hier Päckchen Nummer 80 eingesammelt hatten, ist die Nummer 81 hier und die Nummer 82 ganz genau, wo ich es markiere, hier. 81, 82. So, wir sammeln erst 81 ein. 81 ist hier. So. Dann haben wir nämlich die 81. Und 82 ist genau zwischen diesen beiden Plus, also diesem Pluszeichen hier. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Wenn ihr jetzt so anfahrt wie ich, dann fahrt ihr hier unter der Brücke durch. Und dann fahrt ihr hier entlang. Dadurch. Und dann seid ihr zwischen den zwei Plussen. Und da ist dann Päckchen Nummer 82. Ne? Zwischen diesem großen 2 Plus. Einmal genau hier. Ihr seht es auf der Minimap. Hier ist dann Nummer 82. Und dann haben wir die Nummer 82 hier gesammelt. Gut. Wollen wir hier mal wieder rausfahren? So. Gut.
Dann haben wir hier nur noch ein Päckchen. Und zwar ist es hier oben beim Picknickareal. Das habe ich hier beim Villenviertel nicht gesammelt, weil man da nicht runterkommt, ohne sein Leben zu riskieren, beziehungsweise sein Auto kaputt zu machen. Deswegen habe ich da gewartet und habe jetzt hier das letzte Päckchen markiert, also von dem ganzen Teil hier, die Villenviertel und das Ghettoviertel. Auch hier am Damm ist nichts mehr. Das haben wir jetzt auch alles erledigt. So, dann wollen wir doch da einmal hinfahren. So. Ihr fahrt hier entlang. Hier ist übrigens ein Patriot, in den nicht einsteigen, wenn ihr die Mission noch nicht machen wollt, weil hier startet dann immer eine Checkpoint-Mission, die ich auch erst in einem anderen Part zeigen werde. So, dann geht ihr hier ganz nach hinten, da sind dann so Schirme und hier habt ihr dann Päckchen Nummer 83. Päckchen Nummer 83 ist, wie gesagt, hier im Picknickareal, da wo ich es markiert habe, Nummer 83. Ja, und dann haben wir hier schon alle im Villenviertel und auch im Ghettoviertel. Dann haben wir direkt Nummer 84. Genau da ist mir das Spiel abgeschmiert. Ich werde es jetzt trotzdem nochmal zeigen. Wenn mir es jetzt wieder abschmiert, dann bin ich selber schuld. Da muss ich beim nächsten Mal halt den Part hier oder am Versteck beenden. Ich fahre jetzt hier trotzdem nochmal hin, weil das nicht sein kann, dass jetzt das Spiel da immer abschmiert. Na, das wäre bescheuert. Hier ist Nummer 84. Das sammeln wir aber noch nicht ein. Deswegen, ich nenne es in der Videobeschreibung auch nur bis 83, denn da muss man ganz besonders hinfahren. Das zeige ich euch jetzt mal. Ihr braucht dafür auch ein höheres Auto wie das, was ich jetzt habe. Das ist ein Hutz Rumpo XL und der reicht euch von der Höhe nicht. Da nehmt ihr am besten einen Krankenwagen. Daher fahren wir jetzt zuerst zum Krankenhaus. Was ich euch eben mal zeigen möchte. So. Ja, sollen wir durch den Port? Nee, wir fahren jetzt nicht durch den Portatunnel. Wir fahren jetzt hier wieder hoch. Wie gesagt, fahrt mir einfach nach. Dann seht ihr ja selber, wo das ist. So, wieder die Schlaufe fahren. Ey, wenn es jetzt wieder abschmiert, ne, wenn es jetzt wieder abschmiert, eine Minute vor meiner manuellen Aufnahmebeendigung oder so, dann werde ich richtig sauer, ne? Ihr fahrt zu dem riesig großen Turm, den ihr hier seht. Wir haben zwar das Päckchen Nummer 84 schon markiert, aber wir fahren jetzt zum Krankenhaus, weil wir nämlich hier ein Fahrzeug brauchen, was höher gelegen ist. Könnt jetzt auch einen von den Vans hier nehmen, aber sammeln wir doch direkt hier das ein. Also hier ist Krankenhaus, der riesig große Turm hier. Problem ist, wahrscheinlich verliere ich jetzt meine 125% Health, oder? Ja, genau. Ja, so ist es leider. So, dann nehmt ihr den Krankenwagen und fahrt genau an die Stelle, die ich markiert habe. Macht es wirklich so wie ich. Und zwar ist das genau hier. Ganz genau hier. Da fahrt ihr jetzt nämlich den Krankenwagen hin, parkt ihn so und dann steigt ihr einfach aus. So, und hier beende ich jetzt den Part und ich würde euch dringend empfehlen, den nächsten Part anzugucken. Guckt wirklich auf die Nummern. Wenn ihr es nicht findet, guckt mal in der Playlist oder gebt es auf YouTube ein. Ich kann leider nicht sagen, wie der Part jetzt heißt, mit welcher Nummer. Allerdings wird der nächste Part direkt hochgeladen dann. Also der Part wird jetzt hier beendet und genau hier mache ich weiter. Aber ich muss jetzt leider die Aufnahme hier pausieren bzw. beenden. Denn wenn jetzt wieder das Game abschmiert, ich habe nicht Lust, alle Päckchen komplett neu zu sammeln von Shoreside. Es ist jetzt leider so dumm, aber ich muss jetzt hier, wie gesagt, beenden. Im nächsten Part geht es genau hier weiter mit genau demselben Päckchen. Merkt euch einfach, holt den Krankenwagen von diesem riesigen Turm da und parkt ihn genauso her.
an dieser Stelle hier, wo ich jetzt bin. Genau hier packt ihr den hin und dann geht's im nächsten Part hier weiter, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.